Willkommen zurück bei unserem neuen Spiel Exkursion ins Rotlichtmilieu. Nur für Gruppen über 18 Jahren. Ich weiß es nicht, ob es so schlimm wird, aber man kann es sich natürlich schon halb vorstellen. So, wo müssen wir uns denn orientieren? 79 Meter. Ich möchte jetzt nur mal schauen, bevor wir schauen, was da großartiges los ist. Haben wir? Nein. Millers Apartment durchsuchen. Das müsste eigentlich... Was haben wir für Nebenvisionen? Die Wohnung des Wissenschaftlers durchsuchen. Wir machen die Hauptmission. Jetzt habe ich euch schon so... Jetzt habe ich euch schon so auf das Rotlichtmilieu warm gemacht, dann machen wir die Nebenmission nachher. Na, da haben wir schon die ersten Kandidaten. Kann man da nur sagen? Nett, nett. Aber ein bisschen zu viel rauchen tust du. Was haben wir da? Uiuiuiui. Ah. Das ist ein Melimbisch. Wieso? Du Mauer. Du da rauchen. Gibt jetzt nicht gerade einen guten Geschmack, aber ja. Wir finden für jeden Geschmack was Passendes, okay? Ciao zu groß. Ich weiß, was du denkst, dass der Spaß ein Schweinegeld kostet. Das stimmt, aber dafür ist es ein einmaliges Erlebnis, mein Freund. Rolling Stones. Es ist nicht die Stones-Zunge. Aber... hat schon ein bisschen so eine Ähnlichkeit, ja. So, wo zeigt der Punkt hin? 33 Meter darüber. Das Red Queen. Unfassbar, dass ich seit zwei Jahren in dieser Stadt arbeite und noch nie hier war. Sag ich ja immer. Der Laden ist berüchtigt. Privatzimmer, die man stundenweise buchen kann. Sind wir da? Keine Angst, Schätzchen. Hier im Red Queen wird jeder bedient. Kann man da einfach reingehen? Willst du mit mir tanzen, Süßer? Ja, tanzen ist immer. Ich habe nur eine eiserne Regel. Keine Bilder oder Videos. Natürlich. Hallo, schöner Mann. Wie wär's mit dem Red Queen Special? Jo. Das bin ich. Ah. Okay. Ich hab was für Sie. Besser. Ich rieche Ex-Corps 10 Meilen gegen den Wind. Oh, oh. Wenn man einmal gelernt hat, so zu laufen, verlernt man es nicht mehr. Okay. Verbrauchsobjekt Swobody Beer. Oh, da haben wir eine Biozelle, die greifen wir uns. Tür öffnen. Ich weiß, ich muss da jetzt nicht hin, aber ich bin einfach neugierig. Das ist jetzt wieder natürlich. Da haben wir keine Musik, aber ich drehe sie nicht wieder auf, weil sonst hören wir den Rest wieder nicht. Red Queen, ziemlich viel rotes Neon. Was mache ich da eigentlich? In ein Rotlichtmilieu aufs Klo gehen und nachschauen. Na, das ist aus. Raus da! Missioner hat Priorität. Ui, da steht der da mit der Knarre. Na, servus. Wali-Handlanger. Bleib friedlich, Abdi, sonst zerlegen wir dich. Ja, ja, du zerlegst mich. Alles vollkommen klar. Mhm. Dene Otevreno. Otevreno, ich hoffe, ich sprich's richtig aus. Sieger Lounge. To muzikam spousta hardwareu. Serif Industries, jo. Serif Industries, das habe ich verstanden. Der Laden war okay, aber... Vítejte v nejživější části Prahy. Aber das Komische ist doch... Warte mal. Ich schaue jetzt nochmal da. Mich interessiert jetzt nämlich was. Das ist doch die erste Lady im Rotlichtmilieu, die keine Augmentierung hat, weil ich wollte gerade sagen, eigentlich sind der Großteil von den Ladies auch da am Plakat Augmentierte. Aber
Hier ist alles erlaubt, Baby. Wenn du die nötigen Credits hast. Groß, dunkel und augmentiert. Hier drüben. Ich hab was, das du willst. Okay, das wäre? Natürlich muss alles im Rahmen bleiben. Wenn du zu grob wirst, werden sich die Jungs bei dir revanchieren. Nicht so schüchtern. Wir haben hier schon alles gesehen. Okay. Natürlich muss alles im Rahmen bleiben. Ja, ja. Wenn du zu grob wirst, werden sich die Jungs bei dir revanchieren. Na gut, Red Queen, okay. VIP Room, das ist ja interessant. Ja, Schlauch. Wir sind kein VIP. Okay, na dann gehen wir da rein, in einen Irish Pub. Wo sonst gehen wir rein, wenn wir in einem Rotlichtmilieu sind? Barkeeper. Willkommen im Irish Stool, Kumpel. Was können wir denn für Sie tun? Irish Stool, schicker Name. Sehr atmosphärisch. Finde ich auch. Also, was darf sein? Ich suche einen Mann namens Nomad Stanek. Er soll hier irgendwo sein. Da sind Sie nicht der Erste. Einige Interpol-Agenten haben auch nach ihm gefragt. Was hat er getan? Hat er Ärger? Über eine laufende Ermittlung darf ich nichts sagen. Was sagten Sie, wo Sie sind? Unten. Aber nichts kaputt machen, okay? Übrigens, wollen Sie was? Marmorpilsner, dunkles Bier von Beekmans, Djanguch Pale Ale 10. Marmorpilsner, dunkles Bier. Wir nehmen ein dunkles Bier. Wenn wir schon da sind, in einem Irish, dann muss man auch dunkles, ne? Aber gerne. Wollen Sie noch mehr? Na, wir wollen es nicht übertreiben. Wir wollen es nicht übertreiben, danke. Im Moment nicht, danke. Ich muss was erledigen. Genau. So, das nehmen wir mit. Das ist natürlich unseres. So, kann ich da einfach durchgehen? Hey, ich bin ein Bürger und habe Rechte. Sie können mich nicht ohne Anklage verhaften. Das weiß ich genau. Trotzdem werden Sie jetzt mit uns warten und ein braver kleiner Uhrmacher sein. Ich übernehme Agent Riley. Sie und Ihr Partner können kurz Pause machen. Ich kenne Sie. Sie waren in meinem Laden. Was wollen Sie? Sie schulden uns Antworten, Herr Stanek. Wir können Sie und Ihr Geschäft mit den Bomben am Bahnhof in Verbindung bringen. Bomben? Nein, ich würde niemals. Ich könnte auch gar nicht. Sie haben den Falschen. Ach ja? Na, dann überzeugen Sie mich. Ich habe einen Timer, auf dem Ihr Name steht, und in Ihrem Apartment habe ich Werkzeuge gefunden, um noch mehr Bomben herzustellen. Was sollte ich sonst denken? Aber Sie wissen, dass ich Uhren repariere. Ich baue keine Bomben. Diese Werkzeuge gehören nicht mir, sondern... Ihre Tochter? Nein. Okay, verhaften Sie mich. Ich bin der, den Sie suchen, nicht Sie. Ich habe die Bomben gebaut. Das glaube ich nicht. Sie wollen Ihre Tochter schützen. Aber Sie tun ihr keinen Gefallen, wenn Sie die Schuld auf sich nehmen. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Sie haben ja recht. Allison war beim Militär. Sie wollte immer Teil von etwas sein, das größer ist als sie selbst. Sie war ein wunderschönes Kind. Und so begabt. Was ist passiert? Sie hat nach dem Zwischenfall Leute kennengelernt. Angeblich Freunde. Aber ich wusste sofort, dass sie benutzen wollten. Parasiten. Und jetzt haben sie sie verschleppt. Sie müssen ihr helfen. Sie trägt keine Schuld. Sie wurde manipuliert. Ganz ruhig. Was meinen Sie mit verschleppt? Allison und ich wollten uns hier treffen. Heute Abend. Aber es ist nur einer von denen gekommen. Er hat mir eine Nachricht von ihr gegeben. Es war ein Abschied. Aber sie würde niemals. Sie haben sie benutzt und jetzt wollen sie sie verschwinden lassen. Okay. Was können wir jetzt fragen? Hat Ihre Tochter das nötige Wissen dazu? In ihrem Apartment war eine Sprengfalle gelegt von Radic Nikolaze.
Was wissen Sie über Ihre Freunde? Mal fragen wir mal, ob sie das Wissen dazu hat. Hat Ihre Tochter das nötige Wissen dazu? Sie weiß viel mehr als ich. Sie war beim Militär, beim EOD, Explosive Ordnance Disposal. Entschärfungskommando. Genau. Sie war glücklich beim Militär und wurde augmentiert, damit sie ihre Aufgabe besser erfüllen konnte. Aber nach dem Zwischenfall wurde sie unehrenhaft entlassen. Sie war verloren. Und dann lernte sie diese neuen Freunde kennen. Pah, die haben sie nur ausgenutzt. Und jetzt wollen sie sie loswerden. Okay. Was wissen Sie über diese Freunde? Gute Frage. Außer, dass sie augmentiert sind? Nicht viel. Sie haben im Geschäft nur mit Allison gesprochen. Als wären alle ohne Augmentierung unter ihrer Würde. Es ging immer nur um die Aszension, was immer das sein mag. Okay, dann werden wir mal sagen, was in seinem Apartment vorgegangen ist. In ihrem Apartment war eine Sprengfalle, gelegt von Radic Nikolatze. Was? Warum sollte er? Gangster kennen keine Freundschaft. Was ist passiert? Ich war nie wohlhabend, aber mein Geschäft hat einen guten Ruf. Radic mochte meine Uhren. Er wusste, dass ich wegen Allison kein Geld übrig hatte. Also trafen wir eine Abmachung. Aber für ihn sind Abmachungen wie schöne Frauen. Es gibt immer eine bessere. Okay. Stanek, wo finde ich Allison? Wenn ich das wüsste, würde ich losgehen und sie da rausholen. Ich wollte sie gerade suchen, als ihre Leute aufgetaucht sind. Wir finden sie. Begleiten Sie bitte diese Agenten. Sie haben noch weitere Fragen. Nein, ich muss gehen. Ich muss ihr helfen. Ich habe nur sie. Überlassen Sie das bitte uns. Finden Sie meine Tochter, sonst suche ich sie. Smiley, ich habe mit Stanek geredet. Er ist nicht unser Mann, aber er hat eine Tochter, Allison. Ex-Militär, EOD. Wahrscheinlich hat sie die Bombe gebaut. Und was machen wir jetzt? Stanek sagt, er weiß nicht, wo sie ist. Aber ich glaube, er verheimlicht uns etwas. Die Agenten bringen ihn rein. Bis er auspackt, ruht die Ermittlung. Ich sorge dafür, dass sie rauskriegen, was er weiß. Gut, sagen Sie Bescheid, was passiert. Wurde Norbert Stanek gerade von irgendwelchen Beamten verhaftet? Ja, dabei hat er bestimmt nichts verbrochen. Er ist der perfekte, freundliche und treusorgende alte Mann. Er soll früher ein Aktivist gegen die neue Weltordnung gewesen sein. Vielleicht ist das der Grund. Sie kennen seine Tochter nicht, oder? Das ist vielleicht eine Marke. Ich wette, sie hängt irgendwo drin. Und er muss die Sache jetzt mit ausbaden. Mhm, richtig erkannt. Voraus, Kasse! Das Bier hier ist gut. Ein traditionelles Pilz. Checkmates, okay. Gut. Also dann müssen wir Stanek seine Tochter finden, das haben wir ihm versprochen, bevor er sich selbst auf den Weg macht, und das wollen wir ja nicht unbedingt. Tut sich was Neues, na, Forensiker angegriffen, das haben wir eh schon gelesen. So, machen wir mal einen Blick auf unsere Missionen. Wir haben eine Hauptmission, dann müssen wir Millers Apartment durchsuchen. Wir haben Nebenmissionen, Serif in meiner Wohnung zur Rede stellen. Und die Wohnung des Wissenschaftlers durchsuchen. Schießstand. Ja. Das heißt, wir werden jetzt einmal uns ein bisschen auf die Nebenmissionen konzentrieren. Serif in meiner Wohnung zur Rede stellen. Das haben wir schon gemacht. David Serif hat mein Augmentierungssystem entworfen. Wenn ich Informationen über diese seltsamen neuen Augmentierungen will, die Column in mir entdeckt hat, ist er mein erster Ansprechpartner. Das haben wir schon gemacht. Das ist erledigt. Die Wohnung des Wissenschaftlers durchsuchen. Serif glaubt, dass meine neue Augs von einem Wissenschaftler namens Vadim Orlo entdeckt wurden. Und als er versucht hat, Orlo zu finden, hat er festgestellt, dass der sich in Prag aufhält, in einem Apartment in der Halvani-Straße nähe der TF-29. Ich habe so das Gefühl, das ist kein Zufall. Das schauen wir uns jetzt einmal an, dass wir ein bisschen was über unsere Augmentierungen erfahren. Geht doch nicht über zwei Jahre.
Verzeihung, wir wollen nicht stören, aber wir sind erst seit einigen Tagen in der Stadt und würden Sie gerne etwas fragen. Neuankömmlinge? Ja, frag nur, aber nicht mich, bitte. Ich hab was, das du willst. So. Darum geht's. Das war das Rotlichtviertel. Mehr gibt's nicht zu sehen. Also im Moment nicht. Vielleicht müssen wir irgendwann einmal wieder rein. Gute Biene Festival. Die bauen schon auf. Schau, jetzt mittlerweile steht die Bühne schon. Iron Made in China. Ja. Was? Ja. Police. So, das ist da vor entlang. 174 Meter. Noch eine Flasche wäre schön. Die würde uns abhalten. Wir müssen auch irgendwie, wollte ich noch mal am Bahnhof schauen. Was für eine Sperre. Aber da ist ja eh gesperrt. Haben Sie das Apartment in der Levani-Straße schon überprüft? Ich war beschäftigt. Verpassen Sie die Chance nicht. Laut Grenzkontrolle bleibt Orlov immer nur kurz in Prag. Ich hab gefragt, wie viele das Ja, ich bin eh schon am Weg. Und er hat gesagt, als hätte ich's nicht geahnt. Denk nicht wow. Dem Deal guckst du? Brücke. Schön gemacht. Brahadovosch. 50 Meter. Wie geht's? 43. 38. Gegen sowas kann man sich nicht verteidigen. Wie kommen wir denn da irgendwo durch? Wir machen das so. Da oben wohnt der. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wie kommen wir denn da rauf? In das Apartment. Von der Seite ist kein Eingang. Mistkübeln übereinander bringen auch nichts, es ist zu hoch. Gut, gehen wir wieder zurück. Vielleicht können wir auf der anderen Seite von dem Gebäude rein. Hoffentlich bleibt alles ruhig. Sei mal. Hallo. Ich kann nicht glauben, dass Rucker tot ist. Der Mistkerl hat es verdient. So. Wir müssen jetzt irgendwie darauf. Jetzt sagt er wieder da raus. Wieso bin ich doch... Bin ich hier nicht? In der 73, 74 Meter. Das ist ein Schmarrn. Wie kommen wir denn zu dem Apartment, bitte? Aus des Wissenschaftlers. Schauen wir mal. Terrasse. Das ist immer gut. Da geht es auf jeden Fall rauf, auf die Terrasse. So, jetzt sind wir da auf der Terrasse. Gutes Terrasse. Gehen wir da... Zufälligerweise können wir den Tisch nicht nehmen. Schaut. Aber so geht's. Alles klar. Was haben wir da? E-Book lesen. Marmorpilsner. Das können wir jetzt natürlich alles nehmen. Immer. Da können wir alles nehmen, weil ich das Inventar vergrößert. Die Tschechische Republik erreicht das 21. Jahrhundert. In den Jahrzehnten nach der Samtenen Revolution von 1989 und dem Bruch mit der kommunistischen Herrschaft gelang der Tschechischen Republik der Übergang zum Kapitalismus und Demokratie besser als jedem anderen Land der ehemaligen Ostblocks. Im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts unternahm die Republik ihre ersten Schritte auf dem Weg zu einer vollentwickelten Nation mit echtem sozioökonomischen Wachstum. Im Jahr 2004 wurde das fortschrittliche, größtenteils säkulare und zukunftsorientierte Land Mitglied der Europäischen Union. Seine Rolle in der europäischen Wirtschaft wuchs ständig. Die Zukunft des Landes schien rosig. Alles, was fehlte, war ein Politiker mit der Vision und dem Mut, den nächsten Schritt zu wagen. Dieser Politiker war Sofie Ruzica. Okay, nach der heißt also der Bahnhof. Alles klar. So, wir kommen der Wohnung näher. Wunderbar. Sehr gut, wir müssen also da über das Sims.
Na, servus. Also machen wir gleich mal zu. Seraph, ich habe Orlov gefunden. Er ist tot. Na, das schaut nicht gesund aus. Sind Sie sicher, dass er es ist? Naja, ich habe ihn zwar nie offiziell getroffen, aber er sieht genauso aus wie einer der Ärzte aus der Klinik in Alaska, von der ich Ihnen erzählt habe. Damals nannte er sich McFadden. Meine Güte, Adam, was genau ist in dieser Klinik passiert? Ich weiß nicht, ich lag im Koma. Geführt wurde es von der Weltgesundheitsorganisation. Anlage 451. Können Sie sich das mal ansehen? Natürlich. Ich werde seine Leiche und das Apartment durchsuchen. Mal sehen, was ich finde. Okay. So, eine Biozelle haben wir da. Die nehmen wir gleich mit. Da haben wir einen Haufen Medikamente. Neuronex. 1000er sogar. Das sind die Megakaliber. Was hast du da? Zugangskarte für den Taiyong Medical Tresor. Vadim Orlov. Da war jemand schneller als wir. Was haben wir da? Stufe 2. Schauen wir mal hinein. Verschlüsselt. Stabilität der Aktivposten. Doktor, ich sehe in Ihrem Bericht, dass unsere Aktivposten gut auf Ihre neuen Fähigkeiten reagieren. Das sind ausgezeichnete Neuigkeiten. Als wir uns darauf geeinigt haben, dass 10% Instabilität akzeptabel wären, war ich skeptisch. Dass jetzt lediglich 4% Anzeichen einer Psychose aufweisen, ist sehr ermutigend. Sobald Sie die Männer in der Schweiz überprüft haben, gönnen Sie sich ein oder zwei Tage Ruhe und kehren danach nach Prag zurück, um nach unseren dortigen Aktivposten zu sehen. Kontaktieren Sie Madame Fotograf. Sie wird vor Ihrer Ankunft alles besorgen, was Sie brauchen. BDC. Madame Fotograf. Okay. Dr. Karl Siegmund. Hallo, Vadim. Ich kann dir gar nicht sagen, wie unfassbar aufgeregt ich wegen der Resultate bin, die unsere Forschung hier in der BH-Anlage erzielt. Die Akzeptanz menschlicher DNA von Nanotech übertrifft alles, was wir bei TÜM gemacht haben. Ich wünschte, du wärst öfters hier, um diese spektakulären Ergebnisse mit eigenen Augen zu sehen. Aber ich verstehe natürlich, dass das neue Programm von BDC deine Aufmerksamkeit erfordert. Hoffentlich kannst du bald zurückkommen, dann gehen wir auf dem Festland gemeinsam essen. Ich kenne ein wunderbares Restaurant in Tallinn, das dir gefallen wird. Du bist natürlich eingeladen. Bis bald, Karl. Aha, im Festland, das heißt, die sind irgendwo auf einer Insel oder auf einer Plattform. Raten Sie mal, was passiert ist. Ich werde nach Prag geschickt, um 698843 aufzuspüren. Anscheinend ist sie jetzt wieder mein Problem. War klar, dass Sie die Kontrolle über sie verlieren würden. Oder waschen Sie so Ihre Hände in Unschuld, wenn Sie mit etwas abgeschlossen haben? Sie und die anderen hätten mir nie weggenommen werden dürfen. Meine Experimente haben immer Hoffnung erzeugt. Ihre sind in Blut ertrunken. Dr. Nicolas Cipra. Mhm. Raten Sie mal, was passiert ist. Sie werden praktisch, um diese Nummer aufzuspüren. Anscheinend ist sie jetzt wieder mein Problem. Sie ist mein Problem. Ist es die Tochter, die wir suchen? Möglicherweise ist das die Tochter. Nein, erst jetzt. Immer so brutal. Madame Fotograf. Wieso steht der ihr PC da? Interessant. Interessant. Verschlüsselt Berichtsdaten. Wir haben Ihr letztes Überwachungspaket erhalten und übermitteln gerade die Unbekannten auf den Fotos. Falls wir auf etwas stoßen, erhalten Sie entsprechend Anweisungen. Beschatten Sie bis dahin weiterhin das Mädchen. Die Beobachter kümmern sich um das Hauptziel. Das Mädchen. Aha. Wurde angewiesen, zur Bewertung von Aktivposten nach Prag zurückzukehren. Ich brauche über das Hauptziel Krankenakten. Berichte einfach alles so aktuell wie möglich. Ich nehme an, Sie werden den Beobachter danach fragen müssen. Sobald Sie das Material haben, deponieren Sie es an einem sicheren Ort. Wie immer würde ich das Lager bevorzugen.
machen das Apartment sauber und ziehen in ein Hotel. Füllen Sie den Kühlschrank mit einer Auswahl organischer Säfte auf. Und ich will frisches Obst. Ich bin nach einer Reise immer völlig dehydriert. Operation aufgeflogen. Besucher ist öffentlich bekannt. Bringen Sie Besucher sofort zu Versteck Bravo. Wenn Besucher sich weigert, neutralisieren Sie Besucher. Melden Sie Vollzug. Okay, das heißt, die Madame Fotograf hat den Vadim gekillt. Terminal. Stufe 5. Jetzt müssen wir aufpassen. Schaut ur einfach aus. Ist es wahrscheinlich überhaupt nicht. Schauen wir doch, dass es jetzt sofort losgeht. Komm, 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 komm. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Das geht sich aus. Das geht sich nicht aus. Shit. Geht sich aus. Zugriff. Geht sich nicht aus. Das war ganz knapp. Ich war jetzt ein bisschen wegen einem Wurm ein bisschen durcheinander. So, warten wir den Lockdown ab. Dann legen wir gleich wieder los.